Herzlich willkommen bei Fund Research TV. Ja, das ist das erste Mal, dass wir unser Format Roundtable hier auf Fund Research TV aufzeichnen. Bisher war dieses Format in der Zeitschrift TIAM bzw. auf unserem Online-Portal Fund Research präsent. Und an dieser Stelle darf ich gleich Rüdiger Selzle herzlich begrüßen. Rüdiger Selzle ist seit über 25 Jahren bei FondsConsult. Er ist auch Gründer von FondsConsult und er hat eine besondere Expertise im Bereich offene Immobilienfonds. Vom Boom in die Krise. Hierzu konnten wir eine hochkarätige und interessante Diskussionsrunde gewinnen, die ich an dieser Stelle herzlich begrüßen darf. Frau Dr. Christine Bernhofer von Swiss Life, Klaus Thomas von BNP Paribas Real Estates und zugeschaltet sind Axel Trewenski von KGAL, Dirk Maywirth von Habona Invest, Niklas Scher von Janus Henderson und Alexander Tannenbaum von Credit Suisse. Schön, dass Sie alle da sind. Wie wird denn die Situation eingeschätzt? Wir haben jetzt gerade die Berichte gehört von Immobilienaktien im Segment der offenen Immobilienfonds. Ja, hat sich ja vordergründig nichts getan. Wird es so bleiben? Also auf der Liquiditätsebene steht uns aus meiner Sicht nichts Schlechteres bevor. Hier rettet uns ganz klar der geänderte gesetzliche Rahmen. Kann man nicht anders sagen, wir haben das Gesetz rechtzeitig angepasst. Wir haben eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten. Wir haben 12 Monate Ankündigungsfrist und wir haben jetzt natürlich alles ausgewertet. Wir haben im Gesamtfonds von über 700 Millionen Euro 0,15% Rückgaben. Und was ich bemerkenswert finde, wir hatten dieselbe Menge vor Corona-Krise. Wir haben ein relativ junges Portfolio, was glücklicherweise im Moment aus zwei Einzelhandelsimmobilien besteht, einem Rewe in Edeka und einer Immobilie in München, in Wien. Wir reden dort nicht über Mietstundungen oder Kunden, die bei uns jetzt keine Miete zahlen wollen oder sonst irgendwie. Das läuft einwandfrei durch. Und wir sehen ganz ehrlich gesagt im Moment, das wird natürlich von Produkt zu Produkt oder von Haus zu Haus ein bisschen unterschiedlich sein, aber es ist nicht einmal per se, dass wir jetzt unmittelbar oder auch mittelfristig in den Immobilienmärkten große Abwertungspotenziale sehen. Von daher stimme ich mit Herrn Thomas überein, dass die Unternehmen, dass die Corona-Krise jetzt die Probleme von bereits angeschlagenen Handelsunternehmen beschleunigen wird, was wir ja auch schon gesehen haben. Beispiel Vapiano, die ja auch schon vorher Probleme hatten und jetzt dann halt Insolvenz anmelden musste.